Willkommen bei I Must Be Off zu einer circa 6-stündigen Mekong-Delta-Bootstour von Bantambang nach Siem Reap. Diese Reise beginnt bereits um 7 Uhr früh, wenn das Leben am Fluss langsam erwacht. Die Fahrt führt uns zuerst raus aus Bantambang weiter ins Mekong-Delta. Das Mekong-Delta ist eines der dicht besiedelsten Gebiete der Welt und gilt als größte Reiskammer Asiens. Dies führt zwangsläufig zu erheblichen Umweltbelastungen, da neben Berge von Plastikmüll auch ganze Flüsse mit Abwasser und Düngemittel verpestet werden. Frischwasser ist hier eine kostbare Ware. Bio-Reis wird hier bestimmt nicht angebaut. Oder doch? Jede Familie bewirtschaftet hier eine kleine Ackerfläche mit sehr primitiven Geräten. Die hohe Kinderanzahl in den Familien ist hier überall sichtbar. Kambodscha hat über 16 Millionen Einwohner und davon sind 70% noch abhängig von der Landwirtschaft. Das Mekong-Delta ist die Lebensader von 100 Millionen Menschen in Südostasien. Leider verkommt auch diese Region zur ökologischen Müllhalde. Trotzdem gibt es entlang unserer Fahrt zahlreiche Fischer. Ob diese Fische noch essbar sind, bleibt für uns fraglich. Diese Frage könnten sich die armen Reisbauern aber nicht erlauben, da diese Fische für sie die einzige kostenlose Eiweißquelle bleibt. Obwohl das Mekong-Delta zu eines der ärmsten Regionen Südostasien zählt, hat auch hier fast jeder ein Smartphone und Internetempfang dank großer Sendemasten und bezahlbarer kleiner Solaranlagen auf fast jedem Dach. Ein beißender Geruch liegt in der Luft, der durch den Fahrtwind ständig wechselt. Wir genießen das Mekong-Delta mit all unseren Sinnen. Auch hier ist der Handel ohne Internet nicht mehr denkbar. Im Zeitalter des Internets wird auch unser Boot-Taxi zu einer Art Amazon-Lieferdienst entlang des Flusses. Wir erreichen nun den Tonla Sap-See, was so viel wie der große See heißt. Er ist nicht nur Kambodschas größter See, er gehört auch zu einem der weltweit artenreichsten Seen von Süßwasserfischen. Nachdem Nordthailand, Laos und Kambodscha seit Jahrhunderten die gleiche religiöse Geschichte teilen, gilt die Angkor-Tempelanlage, dort wo unser Bootstour endet, bis heute als religiöses und geschichtliches Zentrum dieser Region. Nun erreichen wir die Bootsanlegestelle von Siem Reap, der Ausgangspunkt zum Angkor Wat.